Wisst ihr, der HSV, also das Volksparkstadion, das hat schon irgendwas Magisches an sich, weil ich saß im Hinspiel hier und war am Boden zerstört, wirklich. Bin ich auch jetzt, aber ich war wirklich ohne Glaube, ohne nix. Und mein HSV hat 3-0 verloren im Hinspiel und trotzdem habe ich am Anfang noch gedacht, ey, wo ich die Kulisse gesehen habe, irgendwie hat sich so auch angefühlt wie heute geht was, heute geht was. Dann hat der Schiedsrichter angepfiffen und ich habe wirklich mein HSV kämpfen gesehen in der ersten Halbzeit. Das war eine grandiose erste Halbzeit, wie ich finde. Klar, natürlich hinten sehr, sehr viele Sachen sind da blöd gelaufen, gerade auch in der zweiten Halbzeit, aber dazu komme ich erst noch. Aber in der ersten Halbzeit wirklich, wie die Mannschaft eben agiert hat, wie die Mannschaft Druck verübt hat auf den VfB. Und ja, wie die auch wach waren. Da war immer ein Bein dazwischen. So musst du spielen. Und es ist irgendwie komisch, weil ich war eigentlich gefrustet. Ich war gefrustet, weil ich denke, ey, warum habt ihr das nicht schon im Hinspiel gezeigt? Oder warum habt ihr das nicht öfters mal in der zweiten Liga gezeigt? Dann wären wir einfach jetzt schon aufgestiegen. Dann wären wir einfach aufgestiegen. Ey, ein Punkt mehr. Oder mal ein paar Pünktchen mehr, Digga. Dann wären wir vielleicht sogar noch Ligameister geworden. Ey, stellt euch das mal vor. Das 1-0 fiel ja sehr, sehr schnell von meinem HSV. Ja, schon in der sechsten Minute. Sonny Kittel, wer denn auch sonst in den letzten Spielen, überragt er ja. Ja, ich bin zwiegespalten, Leute. Ich denke immer noch, es ist die beste Entscheidung, eben den ziehen zu lassen, weil er hat halt oftmals solche lustlose Auftritte gehabt. Und ich weiß auch nicht. Ich denke einfach, da ist zu viel verbrannte Erde und man sollte ihn ziehen lassen. Und ich bin einfach nur gefrustet, weil ich weiß, dass mein HSV jetzt wahrscheinlich im Sommer komplett zusammenbricht, dass man wieder neue Spieler holen muss und viel weniger ja, Geld zur Verfügung hat, wenn nicht Kühne so ein bisschen eine Finanzspritze gibt. Ich meine, ein Reis wird gehen, ein Benisch wird wahrscheinlich gehen. Ein Glatzel wird wahrscheinlich gehen. Ein Daniel Heuer Fernandes ist ja auch auf einigen Listen von Bundesliga-Vereinen. Also, so die Hälfte der Mannschaft, die Hälfte der Elf ist eben ja so gut wie weg. Und das bricht mich eigentlich noch mehr. Weil ich finde, eigentlich haben wir sehr, sehr gute Typen. Klar, also ein paar Leute, da werde ich einfach nicht warm mit. Aber ich finde auch ein Ludovic Reis, der passt einfach unglaublich gut in das Hamburger Profil. Der ist so technisch stark. Und es bricht mir einfach das Herz, dass ich einfach weiß, ja, dass er wahrscheinlich nächste Saison nicht mehr bei uns spielen wird. Und der HSV-Kader generell immer schlechter wird. Ich meine, guckt euch unsere Ersatzbank an. Außer Königsdörfer oder so, war da eigentlich nicht mehr Qualität zu finden. Und ja, das macht mir einfach nur Angst. Und wenn ich jetzt so denke, ey, nächstes Jahr mit Hertha, mit Schalke, da sind zwei Giganten eben auch abgestiegen. Und gegen die sich eben durchzusetzen, das ist nochmal eine andere Hausnummer als gegen Darmstadt oder Heidenheim, ohne die jetzt irgendwie schlecht zu reden. Aber so von der Größe her ist es einfach was ganz, ganz anderes. Und wer sagt auch, dass es jedes Jahr so ist, dass der HSV oben mitspielt? Ich meine, es gibt ja auch große Vereine wie zum Beispiel der 1. FC Nürnberg oder eben Hannover 96, die jetzt ja eher unten sind. Das kann mein HSV auch mal passieren und ich habe wirklich, wirklich wahnsinnige Angst. Kommen wir aber weiter zum Spiel. Ja, oftmals ist es halt so, wenn der HSV gut spielt, dass der Torhüter irgendwie Unsicherheiten drin hat. Also Daniel Heuer Fernandes, wie so oft auch. Wenn der HSV mal eine gute Partie hat, ist er irgendwie einer der schlechtesten. Und ja, wenn der HSV mal eine unglaublich schlechte Partie hat, dann ist er wirklich der Held des Jahrhunderts. Ja, also, aber da sieht man auch diese Walter-Taktik wieder, dieser mitspielende Torwart und dieses Risikospiel und da sind solche Harakiri-Aktionen wirklich dabei und das so kannst du eigentlich nicht spielen. Es macht mich eigentlich wütend. Jetzt sagen wahrscheinlich viele, ja, die erste Halbzeit war doch auch okay, aber man muss auch so sehen, der VfB hat wirklich gedacht, oh, die schlagen wir auch so, weil die waren wahrscheinlich so geschockt von der Leistung vom Hinspiel, dass sie gesagt haben, ey, ja, wir gucken mal,
was so läuft beim Volkspark. Und ja, die waren regelrecht geschockt, dass der HSV eigentlich so angelaufen daherkam. Und ja, deswegen, der VfB Stuttgart, das hat man gerade in den ersten 20 Minuten gesehen, der war vom Kopf her überhaupt nicht da. Hat dann einen richtig schönen Anschuss wahrscheinlich in der Halbzeitpause bekommen von Sebastian Hoeneß. Und ja, und dann hat man auch ein ganz anderes Spiel gesehen in der zweiten Halbzeit. Vom HSV kam fast gar nichts mehr. Und der VfB hat ja nicht so gedrückt wie im Hinspiel, weil die mussten ja auch das nicht. Aber ja, was noch erwähnt werden muss, ist eben der Patzer von Daniel Heuer Fernandes. Da sah er echt unglücklich aus. Und dieser VfB-Spieler kam, also ist mir auch sehr, sehr negativ im Gedächtnis geblieben. Millot, glaube ich, heißt er. Der hat auch einmal bei seinem Tor eben diesen Blutadler und sowas in die Fangruppe vom HSV reingemacht. Und ja, solche Provokationen, sowas braucht man doch nicht. So, wir waren gebrochen, es waren schon weinende Kinder wirklich in den Rängen. Und warum muss man dann auch noch so hässlich provozieren? Also ich verstehe das auch nicht. Man muss es einfach so sagen, man hat das Spiel eigentlich ja im Hinspiel verloren. So 3-0 holst du halt einfach nicht mehr auf, auch gegen so einen starken VfB nicht. Da muss man einfach auch Respekt zollen an den VfB Stuttgart. Chapeau, ihr habt wirklich gut gespielt. Ihr hättet eigentlich die Relegation gar nicht verdient gehabt, in meinen Augen. Weil ihr einfach die letzten 10 Bundesliga-Spieltage eben, ja, gut gespielt habt. Deswegen war ich auch sehr, sehr geschockt, euch als Relegationsgegner begrüßen zu dürfen. Ja, was soll man sagen? Die Qualität hat halt einfach gewonnen. Der HSV hat einen viel zu dünnen Kader, wie ich finde. Also da hat auch Bold wirklich ja seine Mitverantwortung. Den darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber ich bitte euch wirklich, dass wir Tim Walter kein drittes Jahr mehr HSV geben, weil ich sehe es einfach nicht. Klar, natürlich, die erste Halbzeit war gut, aber wenn man die ganze Saison betrachtet und die letzten 2 Jahre, klar, wir haben sehr, sehr viele Punkte geholt, aber die ganzen Spiele waren so knapp jedes Mal und das war keinen Aufstiegskandidaten würdig, weil du musst einfach diese Dinger besser gewinnen, du musst viel mehr Dominanz ausstrahlen und das hat der HSV eben nicht gemacht. Der hat immer wieder angezeigt, dass noch was geht für den Gegner und so kannst du auch einfach nicht aufsteigen. Sei es drum. Nächstes Jahr nochmal, ja, zweite Liga. Ich will auch keinen Gegner kleinreden. So, also viele haben ja gesagt, ey, wie redest du hier über Elversberg, weil ich gesagt habe, ja, ich habe keine Lust mehr gegen Elversberg und sowas zu spielen, also gegen kleinere Vereine, kleinere in Anführungszeichen. Ich weiß, in der Bundesliga würden wir von Bayern und so auf den Sack bekommen, aber das ist halt wieder was ganz anderes. So in der Bundesliga haben wir auch viel mehr, bisschen mehr Kohle, viel mehr Spielraum, bessere Spieler wollen auch zu uns. Ja, also ja, man muss einfach sagen, ja, der HSV hat es dieses Jahr mal wieder nicht verdient, aufzusteigen. Zu guter Letzt will ich auch nochmal was loswerden, weil viele HSV-Fans haben ja auch mir abgesprochen, HSV-Fan zu sein, weil ich eben so oft mein HSV kritisiere. Einerseits ist es natürlich auch, ja, das heißt ihr Job, aber so mein Hobby eben, über den HSV zu reden. Das heißt, ja, natürlich, wenn da irgendwas schief läuft, das spreche ich an. Dafür bin ich halt bekannt, dass ich auch kein Blatt vor den Mund nehme. Und für mich ist es auch ganz in Ordnung, also egal von wem du Fan bist und sowas, du bist ja nicht blind vor Liebe, sondern du siehst ja schon die Sachen, ey, die nicht gut laufen und dann kritisierst du natürlich auch den Verein. Und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie kein Fan vom Verein bin. Ich liebe diesen HSV so sehr. Ich freue mich auf jedes Spiel, ich gucke jedes Spiel an. Ich arbeite auch Vollzeit und nehme mir die Zeit, wie jetzt auch heute. Ich bin wirklich nach Hause gerast nach meiner Spätschicht, muss morgen wieder früh raus und ja, bin eigentlich so oft gebrochen, so oft enttäuscht. Meine Eltern fragen mich auch, ey, warum guckst du dir das überhaupt noch an, wenn du die ganze Zeit wirklich nur noch am Boden bist? Aber ich liebe diesen Verein einfach. Ich lass das nicht mal zu. Ich bin wirklich bis zum Tode HSV-Fan. Deswegen, das kann zum Beispiel ich nicht nachempfinden, wie irgendwelche Möchtegern-Fans wirklich in den Kommentaren manchmal schreiben, jetzt nicht nur unter meinem Video, sondern auch auf der Instagram-Seite vom HSV, so jetzt reicht's, jetzt bin ich kein HSV-Fan, du warst dann niemals HSV-Fan, mach dich nicht lächerlich,
So, du kannst natürlich sagen, ey, ich habe so die Nase voll von diesem Verein. Ja, okay, das kann ich komplett nachempfinden. Ich kann selber auch gesagt, ey, ich habe keine Lust mehr. Aber das heißt nicht, dass ich hier irgendwie aufhöre, Fan zu sein oder dass mich der HSV nicht mehr interessiert. Der HSV ist immer in meinem Herzen. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie auch gefallen. Ich weiß, das war jetzt nicht so, ja, was soll ich sagen, nicht so aus der Haut gefahren. Aber ja, trotzdem, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Saison, zweite Liga und ja, nur der HSV.